Schöner Blick hier runter zum Puraran Beach mit diesen Betelpalmen im Vordergrund. Hier die Früchte, die Betelnüsse, sehen ähnlich wie die Königspalmen mit so einem Stamm, der aussieht wie Zement. Wow. Das hier sind Betelnusspalmen und zwar die rote Variante, da gibt es auch eine gelbe Variante. Und hier kann man sich also so eine Frucht nehmen. Das sind die berühmten Betelnüsse. Die sind da innen drin, muss man, das ist sehr glitschig, das Äußere wegmachen und innen ist dann die Nuss. Die hat eine sehr harte Schale und die muss man aufschlagen. Und die Leute kauen das zusammen mit Betelblättern. Majoran, oder hier nennen sie es Oregano, wird hier überall angepflanzt, findet hier in der philippinischen Küche kaum Verwendung, was eigentlich schade ist, gibt es hier auch gratis, wird hier als Tee bei Erkältungskrankheiten verwendet. Cassava-Pflanzen oder Sträucher, die Wurzel ist unten im Boden drin, die müssen aber richtig groß sein, dass sie dann diese Wurzeln treiben. Diese Blätter werden gegessen, werden gekocht, also quasi hier so ein Blatt, ja, werden gekocht und dann in Suppen reingemacht. Sollte man roh nicht verzehren, sind leicht giftig. Wunderschöne Blüten werden sehr gerne von Schmetterlingen frequentiert. Ah, da haben wir einen Schmetterling. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Schaut, die laben sich an dem Nektar dieser wunderbaren Blüten. So, hier ist es. Ich bin fündig geworden. Das Gotu-Kola. Hier sind die Blätter. Gotu-Kola. Soll ich auch sofort verspeisen. 3 dieser Blätter am Tag. Heben die Laune. Eine anregende Substanz drin. Ein Alkaloid. Das in großen Mengen auch giftig ist. Aber in kleinen Mengen durchaus anregen. Überall gibt es hier wunderschöne Blüten und Pflanzen, die ich eigentlich noch nie gesehen habe zuvor. Hier, das ist eine Akazienart. Das ist also kein Moringa, zum Verwechseln ähnlich, aber spätestens wenn man die Samenschoten sieht, weiß man, es ist kein Moringa. Überall wachsen Philodendrone. Das sieht hier aus wie im Paradies. Bananen. Stauden, riesige Bananenstauden, das sind Kochbananen da oben. Ne? Bambus, ein sehr wichtiges Baumaterial hier, wächst extrem schnell. Die Sprossen werden geerntet und gegessen. Die Biodiversität ist in unseren Urwäldern und es ist schade, dass wir die zerstören. Der größte Teil davon ist noch gar nicht entdeckt. Und selbst hier, ich bin hier bei der Straße, schaut mal, hier wachsen so viele verschiedene Farnarten. Und ich weiß, verschiedene davon kann man auch essen. Und verschiedenste Kräuter, ja, wie zum Beispiel Gotu-Kola oder eine Euphorbie, die man bei Augenbeschwerden ins Auge rein träufelt und kann man auch essen zur Vorbeugung bzw. hilft gegen Denguefieber. Und schaut mal, hier gibt es auch verschiedene Kaladien. Hier, die wachsen hier einfach wild. Findet man in Deutschland als Zierpflanze. Für einen Haufen Geld beim Gärtner wachsen hier einfach wild. Caladium. Junge Kochbananen. Gerade am wachsen. Man sieht schon die 4 Ecken der Kochbanane. Unten
Diese lilane Blütendolde wird hier auch gegessen. Ein Wunder, dass es noch nicht abgeschnitten wurde. Hier gibt es direkt frische Sachen hier in meinem Restaurant, wo ich immer esse. Das ist hier oben direkt an der Hauptstraße. Ja, Bohnen, Kokosnuss, Nudeln, Eier, Knoblauch, grüne Bananen, Kohl, Eggplant bzw. Aubergine, Karotten und normale grüne Bohnen und sogar normale Kartoffeln. Ne? Und dann diese philippinischen Limonen, das ist Cayote, das schmeckt sehr, sehr lecker. Tomaten und Zwiebeln. Hier oben angekommen gibt es mein Mittagessen. Das ist wahrscheinlich nicht so gesund, aber so ein Stück Fisch mit Gemüse, ein bisschen Reis. Und ich habe ja davor schon sehr viel grün gegessen und das mit dieser Aussicht. Schaut mal, ist das nicht der Wahnsinn? Mal, das ist hier die Straße. Wahnsinn, oder? So eine riesige Straße, ist fast kein Verkehr hier. Und das ist der Eingang hier zum Beach. Huaran Beach Resort. Und dann geht es hier runter. Auch eine wunderbare Straße. Eine hier von meinen Papaya-Pflanzen, wo ich immer mal wieder ein Blatt entnehme. Aber ich habe heute Morgen schon ein Papaya-Blatt gegessen, aber ich nehme jetzt einfach eins mit. Das ist sehr schön hier, schön groß. Ja, da kommt da hinten diese Milch raus und das esse ich heute noch oder dann morgen früh. Was macht man, damit das Papaya-Blatt frisch bleibt? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das nass und dann packe ich das in eine Plastiktüte ein, mache die zu und dann bleibt das so frisch, wie es jetzt ist. Ach so, euch interessiert vielleicht noch der Preis, was ich jetzt für das Essen bezahlt habe. Und das waren 50 Pesos. Stellt euch mal vor, das ist nicht mal 1 Euro. Das sind ungefähr 90, 85 Cent. Dann kann man schön rübersehen zum Dorf und zu den anderen zwei Buchten, wo ich auch schon die Drohnenflüge gemacht habe. Das ist einfach traumhaft hier. Schaut euch das mal an. Solche Bäume, die habe ich bis jetzt nur hier in Catanduanes gesehen, mit so weißen Blättern. Die sind sehr, sehr schön. Schau mal. Das Weiße ist wahrscheinlich nur, um Insekten anzulocken. Die eigentlichen Blüten sind dann diese Orangenen in der Mitte. So toll, diese Bäume hier. Wunderschön, die Vegetation allgemein. Wenn man sich hier so ein bisschen umblickt. Und überall jetzt Kokospalmen natürlich auch. I was wondering if this is a crab or a spider, but it's only a little small crab. Hello crab! Ja, das war's für heute, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das gibt's beim nächsten Video hier mit Drohnenflug, mal wieder bei wunderschönem Wetter hier von Huaran Beach mit großen Überraschungen. Also bis zum nächsten Video. Tschüss.